Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser Investmentkomitee hat die letzten Wochen intensiv das Thema der Mischfonds analysiert. Mischfonds, die man in der Vergangenheit gerne als Renditeträger im sicherheitsorientierten Bereich im Portfolio-Management beigemischt hat, ja erfolgreich beigemischt. Aber die Zeiten verändern sich und wir können feststellen, dass sich die Risiken bei Mischfonds derzeit deutlich erhöht haben. Im Detail. In den Mischfonds liegen mittlerweile gigantische Bestände von 266 Milliarden Euro und von Monat zu Monat kommen Milliarden dazu. Das ist ein sehr, sehr großer Betrag, der an sich schon bedenklich für eine Anlageklasse stimmt. Das Zweite, was wir feststellen, ist, dass die Menschen häufig geneigt sind, mit dem Blick in den Rückspiegel Anlagen zu betrachten. Was heißt das? Wir schauen das Ergebnis an, wie es das letzte Jahr, die letzten 2 Jahre und die letzten 3 Jahre war. Und das ist der Blick in den Rückspiegel, in die Vergangenheit. Und die war bei den Mischfonds definitiv gut. Aber ist es auch die Entwicklung nach vorne? Darüber erzähle ich Ihnen heute etwas. Fakt ist, dass die Namen der Mischfonds gleich geblieben sind. Egal wie sie heißen, die Top 10, die in diesem Bereich unterwegs sind, haben immer noch die gleiche Überschrift wie vor 5 Jahren. Aber schaut man sich die Inhalte genau an, dann sind die Inhalte eben nicht mehr identisch wie vor 5 Jahren. Die Überschrift ist gleich geblieben, aber die Inhalte haben sich verändert, teilweise sogar sehr deutlich. Und was genauso fatal ist, dass im Grunde genommen die Investoren, die über die letzten 5 Jahre investiert waren, dem Grunde nach nicht auf die neue Risikosituation hingewiesen wurden. Die Mischfonds, die meisten notieren nach wie vor in der konservativen Risikoklasse 2. Aber schauen wir uns mal die Änderungen an und die ziehen sich fast durch alle von uns analysierten Mischfonds durch. Was haben die Manager getan? Sie haben die Laufzeiten der Anleihen, die sich im Fonds befinden, verlängert, von kurz auf immer länger, um noch etwas Rendite hervorzubringen. Gleichzeitig haben sie die Bonität der Schuldner reduziert, auch das mit dem Ziel, immer schlechtere Bonitäten einzugehen, gibt einen höheren Zinsertrag, um noch positive Beiträge für den Fonds zu erwirtschaften. Und wir haben festgestellt, dass die Fondsmanager das Anleiheuniversum erweitert haben und auf Peripheriestaaten ausgewichen sind. Alles drei mit dem Ziel, ein bisschen Rendite im Zinsbereich noch zu erwirtschaften. Aber sind wir dann noch im sicheren Bereich unterwegs? Wir sehen klar die Botschaft, dass in diesem sogenannten sicheren Bereich der Mischfonds, die deutlich die Risiken zugenommen haben, ja teilweise bedenklich sogar sind. Wo liegt nun das Dilemma dieser Fonds? Das Dilemma ist klar, sie bekommen keine Erträge mehr von der Zinsseite. Die Zinsen sind bei 0% und damit können die Manager auch nicht mehr zaubern und müssen auf solche unkonventionellen Ausweichmanöver eben umsteigen. Unseres Erachtens sind die Risiken so deutlich gestiegen, dass wir die Mischfonds nicht mehr guten Gewissens für Risikoklasse 2 einstufen können und damit dem sicheren Bereich unserer Mandanten zuordnen. Und natürlich, was man nicht außer Acht lassen darf, Aktienrückschläge sind natürlich möglich. Bei einem DAX von 13.000, da kann schon mal eine 10- oder 20-prozentige Korrektur wieder mal drin sein, berücksichtigt man die ausufernden Pläne, zum Beispiel der Regierung in Italien. Die Risiken sind also deutlich gestiegen. Unseres Erachtens haben die Mischfonds mittlerweile eine falsche Fristentransformation, nämlich die Eigenschaft, dass die Gelder, die die Kunden in breiter Front dort angelegt haben, täglich verfügbar sind und die Manager aber die täglich verfügbaren Gelder in mittel- und langfristige Anleihen investieren. Das ist eine Diskrepanz, wenn der eine jeden Tag verfügen kann und der andere langfristig investiert ist. Da sehen wir sehr starke Parallelitäten zu dem Desaster der Immobilienfonds in den Jahren 2008 folgende. Bei einer Verwerfung könnte damit sogar eine Schließung drohen, nämlich dass die Fondsmanager
die Anleihen verkaufen wollen, aber aufgrund schlechter Bonität und langer Laufzeit nicht mehr loswerden, was zu einer Illiquidität des Fonds führen könnte, samt seiner Abwicklung. Und dass wir nicht alleine so denken, zeigt auch unsere Analyse, denn wir stellen bereits fest, dass institutionelle Investoren, die auch in den letzten Jahren genau diese Mischfondskonzepte genutzt haben, ja, die waren gut, aber die bauen jetzt genau aus den Gründen, die wir auch hier geschildert haben, eben diese Positionen ab. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, tun wir auch sukzessive, nicht heute alles an einem Tag, aber peu à peu über die nächsten Tage und Wochen. Sichere Anlagen müssen einfach sicher sein und nicht von Schließungs- und Abwicklungsrisiken betroffen sein. Daran arbeiten wir mit unserem Investmentprozess und unseren klaren Wertgrundsätzen, auf die wir auch vertrauen, nach unserem Motto: Ich vertraue auf Werte, tun Sie es auch. Darf ich Ihnen eine gute Woche wünschen? Alles Gute, genießen Sie die schönen Sonnenstrahlen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Glogger.